Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cuisine Nawal. Passend zu Ramadan gibt es im heutigen Video ein Lehrira-Rezept. Lehrira ist eine marokkanische Suppe, die gerne das ganze Jahr über gegessen wird, vor allem aber an Ramadan. Wenn ihr wissen wollt, wie ich diese super leckere Suppe gemacht habe, bleibt unbedingt dran. An Zutaten benötigen wir 250 ml passierte Tomaten, 40 ml Sonnenblumenöl und 20 ml Olivenöl, 4 Esslöffel Weizenmehl, das sind so ungefähr 75 Gramm, 80 Gramm Koriander und Petersilie, 250 Gramm Spaghetti, die habe ich klein gebrochen, 250 Gramm Karotten, 300 Gramm Zwiebeln, 300 Gramm Tomaten, 300 Gramm Hähnchenbrust, einen Esslöffel Ingwer-Kurkuma-Pfefferpulver, einen Esslöffel Salz und etwas Safran. Im allerersten Schritt mixen wir das ganze Gemüse. Dazu habe ich erstmal die Tomaten und die Karotten in einen Mixer gegeben. Damit sich das Ganze besser mixt, habe ich ca. 300 ml Wasser hinzugegeben. Dann habe ich Koriander und Petersilie hineingegeben, sowie die Zwiebeln. Das Ganze habe ich dann nochmal zermixt. Im nächsten Schritt kommt das Öl in einen Topf. Dazu kommt das zermixte Gemüse. Das Ganze habe ich etwas umgerührt und da hinein die passierten Tomaten gegeben. Anschließend habe ich die Gewürze in den Topf hineingegeben und so etwa 150 ml Wasser. Jetzt könnt ihr nochmal alles miteinander vermischen und das Ganze für ungefähr 10 Minuten auf Stufe 6 kochen lassen. Im nächsten Schritt braten wir die Hähnchenbrust an, dazu geben wir Sonnenblumenöl in eine Pfanne. Da hinein geben wir die Hähnchenbruststücke und braten sie auf beiden Seiten goldbraun an. Nach einer Kochzeit von etwa 10 Minuten habe ich den ersten Liter Wasser hinzugegeben. Die Suppe kann jetzt nochmal für 5 Minuten kochen. Vergiss dabei nicht, die Hähnchenbruststücke immer mal wieder umzudrehen. Wenn die Hähnchenbruststücke so in etwa eine goldbraune Farbe haben, sind sie auch schon fertig. Jetzt habe ich nochmal einen Liter Wasser hinzugegeben. Und dann die Hähnchenbruststücke. Jetzt kommt ein weiterer Liter Wasser dazu. Aktuell sind wir bei einer Wassermenge von 3,5 Liter. Ihr könnt die Wassermenge auch direkt dazugeben. Ich habe das Wasser nur immer in einem Wasserkocher aufgekocht und das hat etwas Zeit gebraucht. Im nächsten Schritt gebe ich 250 ml Wasser und die Mehlmenge in einen Mixer. Das vermischte Mehl-Wasser-Gemisch wird anschließend in die Suppe gegeben. Die Suppe darf jetzt für 50 Minuten auf Stufe 6 von 9 kochen. Ihr solltet die Suppe alle 10 Minuten mal umrühren, damit euch unten nichts anbrennt. Nach der 50-minütigen Kochzeit gebe ich die Spaghetti-Stücke hinein. Die Suppe darf nochmal für 10 Minuten kochen, also bis die Nudeln durch sind, und dann ist sie auch schon fertig. Wie ihr gesehen habt, ist die Zubereitung super einfach, also probiert die Suppe unbedingt aus. Die Suppe liegt leicht im Magen und schmeckt einfach nur traumhaft. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!